Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video zum Neo Magazin Royale Game Jäger der verlorenen Glatze. Ja, es gibt ein Spiel zu dem berühmt-berüchtigten Neo Magazin Royale von Jan Böhmermann. Und das gibt's für Mobile und für PC. Und ich dachte, das können wir uns doch mal anschauen, nicht wahr? Und weil ich Jan Böhmermann cool finde, habe ich mir eine Sonnenbrille aufgezogen. Die Logik ist ja wohl, das ist ja wohl dir klar. So, jetzt hier ein neues Spiel. Ja, ich möchte ein neues Spiel starten. Ich habe schon mal einmal ganz kurz gestartet, um die Aufnahmetechnik festzulegen hier. Let's do this. Mein Fortschritt wird automatisch gespeichert. Ist das nicht fantastisch? So, Mittwoch, 16.12.2015, 11 Uhr nach einer wahren Begebenheit. Tief in Köln-Hahnwald. Die Maison Böhmermann. Maison? Ist das ein deutsches Wort? Ich kenne Maniac Mansion, aber die Maison? Ich bin so dumm. Wie cool das aussieht. Williams Tex ist auch fertig. Schnell zum Flugzeug, die Show fängt gleich an. Aber wie cool, sie hat, er hat sogar selber vertont. Das ist ja nice. Ich hatte es, als ich es getestet habe, habe ich es. Neo Magazin Royale. Das Spiel mit Jan Böhmermann. Das ist quasi Episode 1. Jäger der verlorenen Glatze. Hihi. Das war, okay. Hallo, hallo. Ein herzliches Willkommen zu Neo Magazin Royale, Jäger der verlorenen Glatze. Die Show geht bald los. Hilf mir, William sein Sendungsbuch zu übergeben. Du kannst mich durch die Gegend steuern, indem du einfach irgendwo in den Raum klickst. Ach so. Um mit irgendwelchen Objekten und den ganzen Verrückten hier zu interagieren, halte die Maustaste kurz gedrückt. Dann kannst du auswählen, ob ich ein Objekt oder eine Person anschauen, benutzen oder aufheben oder zutexten soll. So, los geht's. Jetzt schnell William seine Texte geben, dann kann die Show auch endlich anfangen. Ich habe das Gefühl, dass der Jan Böhmer beim Recorden so unterschiedliche Motivationsstufen hat. So, los geht's. Und gleich kann die Sendung anfangen. So, okay, also wir sehen hier, ja, es ist ein klassisches Adventure in dem Sinne. Das ist jetzt natürlich blöd, dass ich solche Spiele früher nie gespielt habe, weil ich einfach noch zu jung dafür bin, ja. Also sowas wie Maniac Mansion oder Day of the Tentacle ist einfach eine Sache, die ich nicht so wirklich hatte. Aber ich kenne ein bisschen darüber, ja. Sieht so ein bisschen Scum-mäßig hier aus, ja. Das heißt, ich kann jetzt theoretisch hier Topfpflanze gedrückt halten, Topfpflanze angucken. Grün und komisch gewachsen. Wir nennen sie Claudia Roth. Gott. Wow. Kann ich das... Hat er jetzt zu jedem Scheiß hier so einen dummen Spruch? Wir verbrauchen viel Strom. Williams Penispumpe ist elektrisch. Wow. Ernsthaft jetzt? Alles klar. Also. Da geht es in den Partyraum. Cool. Kann ich da reingehen? Abgeschlossen. Nee, kann ich nicht. Okay, wir haben hier das Sendungsbuch. Gehe zu Sendungsbuch. Benutze Sendungsbuch mit Sendungsbuch. Ich arbeite zwar fürs ZDF, aber ich bin nicht blöd, ne? Okay, wir müssen William das Sendungsbuch geben. William ist der Typ, falls ihr schon mal das Neo Magazin Royale gesehen habt, der so ein bisschen der Sidekick ist, ja, mit seiner geilen Stimme und auch immer so geil lacht, so. Ich kann das gar nicht nachmachen. Meine Stimme ist noch zu deutlich zu hell. So, was ist das hier? Die Tür zur Teamtoilette. Wie geht? Abgeschlossen. Wer schließt eine Toilette ab? Dahinter sind noch mehr Räume. Oh, ist ja krass. Das sieht eher aus wie der Notausgang, Bro. Abgeschlossen. Auch abgeschlossen. Was soll denn das? Geh zu Feuerlöscher. Kann ich damit was machen? Für die einen ist es ein Feuerlöscher, für Peter Altmaier der größte Sahnespender der Welt. Den kriegt das Schleckermäulchen innerhalb von zwei Bratwürsten leer geschlürft. Kann ich den mitnehmen? Besser nicht.
Den brauchen wir noch, wenn die Gags wieder zu heiß werden. Ah! Es ist hier Jay vorne und hinten. Witzequalität. William. William ist nicht da. Was haben wir denn hier? Wir sind hier offenbar im Maskenraum oder sowas. Warte mal. Stand das da gerade zufällig? Ich weiß es nicht. Womit können wir denn hier interagieren? Wir haben hier einen Spiegel, Ledersessel, Schminkzeug, Waschmaschine und 4 Spinde. Gucken wir uns doch mal die Waschmaschine an. Da sind entweder Williams Pullover drin oder es findet ein Holi Festival statt. Okay, können wir das benutzen? Okay, wir haben sie aufgemacht. Ein William Pulli. 100% Alpaka-Wolle. Nice, wir haben jetzt einen William Pulli. Alles klar. Oh, Wolfgang Job, bist du es? Ach nee, nur ein Ledersessel. Aha, what the fuck? Okay, mal gucken, was Jan Böhmermann sagt, wenn er sich im Spiegel sieht, ja? Selbst hier habe ich einen Nasenschatten. Verdammter Lichttürke. Alles klar, ich dachte, er würde sich selber loben. Was ist das denn? Williams Kamerahut. Damit dreht William auch Filme für Pornhub. Lieber nicht, klebt ein bisschen. Ah! Okay, Spind 101, was ist das? Hier bewahrt Captain Obvious seine Sachen auf. Sieht so aus, als wäre es abgeschlossen. Abgeschlossen. Ich bin so klug. Das ist Williams Spind. Habe ich da ein Geräusch gehört? Klemmt irgendwie. Was war das für ein Geräusch? William? William? Bist du da drin? Mit Echo auch noch. Okay, dieser Spind ist offenbar relevant. Was haben wir hier? Hier verstaut Dende die Titan Rhymes und freshen Beats. Die Titan Rhymes und freshen Beats. Abgeschlossen. Okay, damit habe ich gerechnet. Der Spind von Florentin Ulfkotte. Vom Geruch her könnte es aber auch die Gästetoilette sein. Abgeschlossen. Okay, können wir hier noch was machen? Ah, da war noch Schminkzeug, ne? Nein, nur ein Komplett-Make-up pro Woche. Steht in meinem Vertrag. Das bleibt schön hier. Oh Gott. Ich mag ja den Böhmermann. Ich gucke Neo Magazin Royale nicht häufig, ehrlich gesagt. Ich kriege dann meistens die Sachen mit, die so ein bisschen viraler gehen. Weißt du, ich bin echt so der Durchschnitt. Aber ich höre mir jede Folge sanft und sorgfältig an. Das ist ja diese Radiosendung bei Radio 1. Hallo, Herr Böhmermann. Ey, Leute, hat einer von euch William gesehen? Also Stereo. Die Radiosendung bei Radio 1, die auch als Podcast veröffentlicht wird, sanft und sorgfältig, kann ich jedem empfehlen. Böhmermann und Olli Schulz zusammen bringen mich mega zum Lachen. Was ist das? Die Gagmaschine, alles klar. Die Gagmaschine. Sie produziert die ganzen Gags. Ja, ach so. Das ist ja krass. Nicht nötig. Mein Witzeköcher ist voller als Jenny Elvers auf dem roten Sofa. Okay. Das Bällchenbad. Da drin verstecken sich die Autoren immer. Okay. Eine Kreditkarte. Hey, eine Kreditkarte. Hier verloren? Kreditkarte von Markus Lanz, alles klar. Mit der Kreditkarte können wir vielleicht den Spind öffnen, aber ich schau mir das hier nochmal an. Alter, was macht denn der da? Alter, der Hautflocken. Alles klar, der raspelt gerade seine Fußhaut. Das ist abartig. Ein Hut? Was da wohl drin ist? Ja, erstmal abchecken. Hättest du lieber einen Handjob von Edward mit den Scherenhänden oder einen Footjob von Oscar Pistorius? Oh mein Gott. Okay. Hier ist die Wall of Beef. Ich hasse die, aber ich liebe die auch. Aber ich hasse die, aber ich liebe sie auch. Aber ich hasse sie. Aber ich liebe sie. Vielleicht Flair ganz nach oben? Ja, mach mal Flair mit ganz nach oben. Ach, lassen wir erstmal so. Nee, der hat seine Steuer nicht bezahlt. Also ein paar Folgen habe ich natürlich trotzdem gesehen. So, Hautflocken erstmal reinziehen. Hier könnte auch mal einer durchsaugen. Ja, dann sehe ich, nimm die mal mit. Eher moderiere ich die Neuauflage von Wetten, dass. Okay, dann sprechen wir mit dem Beefträger. Vielleicht hat der... Ne, erstmal das ist der Beefträger. Er bringt den Beef.
Mega das geniale Konzept auch. Wenn es Beef gibt, dann kommt der Beefträger vorbei und bringt ihn mit. Voll geil. Der ist viel zu schwer für mich. Ah, kannst du den nicht mitnehmen? Okay, dann gucken wir uns die Weltkarte an. Mein Reich, das soll alles einmal mir gehören. Da wird der Adi in mir ganz sentimental. Alter, wie behindert ist das bitte? Er moderiert die Neuauflage von Wetten, das. Nee, den Spruch habe ich schon gehört. Was soll die Scheiße? Okay, Bart. Bath. Das ist Bart. Der tut nichts. Der will nur spielen. Mhm. Der Letzte, der das versucht hat, sieht jetzt aus wie Claude Oliver Rudolph. Okay, dann... Achso, ich kann ja auch mit den Leuten reden, ne? Hi, Bart. Hi, Bart. Hey, Boss. Sag mal. Sag mal. Was machst du hier eigentlich? Hast du unseren glatzköpfigen Sidekick gesehen? Wie bist du eigentlich zu deiner Gesichtstätowierung gekommen? Ach, ist egal. Okay. Hast du unseren glatzköpfigen Sidekick gesehen? Nee, aber im Zweifelsfall ist er am Buffet zu finden. Was machst du hier eigentlich? Ich pass auf, dass hier keiner von Axel Springer reinlatscht. Ja, sehr gut. Wie bist du eigentlich zu deiner Gesichtstätowierung gekommen? Na, mit dem Bus. Ach so, ja. Macht Sinn. Boah, aber der Scheiße. Ach, ist egal. Man sieht sich. Boah, dieses Stereo ist voll verwirrend, Alter. Ich meine, Böhmermann steht da und ich hab's auf beiden Ohren und dann redet Bart und ich hab's nur auf dem linken Ohr. Mega strange. Okay, erstmal mit dem Beefträger reden. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Wer sind Sie und was machen Sie hier eigentlich? Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin der Beefträger. Ich bringe den Beef. Haben Sie denn auch einen Beef für mich? Haben Sie denn auch einen Beef für mich? Ich habe hier einen in meiner Beef-Tasche. Oh, ich muss ihn hier irgendwo verloren haben. Den brauche ich doch für die Sendung. Haben Sie zufällig unseren DJ Will.i.am gesehen? Leider nein. Im Normalfall findet man ihn doch immer in der Maske beim Haarekämmen. Maske, ja, ich tippe mal, irgendwas hat's mit dem Spinner auf sich. Was machen Sie da mit dem... Was machen Sie da mit der Hornhautrommel? Parmesan fürs Catering! Oh Gott, ist das abartig! Oh Gott! Haben Sie denn alles für die Sendung? Ich bin Beef-Zusteller und habe keinen Beef. Das ist schlecht, ist das eine Sidequest? Ah, dann ist gut. Bis später. Dankeschön, Herr Böhmermann. Kann ich Sie vielleicht noch um ein Autogramm? Tut mir sehr leid, aber ich muss weg. Leider keine Lust. Leider keine Lust. Wie komme ich denn jetzt an den Beef für den Beefträger? Ich glaube, ich habe hier alles durch. Ich sehe nichts mehr, was relevant sein könnte. Hier ist der Durchgang. Wall of Beef. Kann ich eigentlich auch mit der Wall of Beef reden? Da rede ich mir ja den Mund fusselig. Okay, ergibt Sinn. Na gut, dann gehen wir mal wieder zurück und versuchen mal mit der Kreditkarte den Spind zu öffnen. Oder was meint ihr? Ihr könnt jetzt schreiben, was ihr wollt. Oh. Captain Obvious. Das ist Captain Obvious. Captain Obvious. Böhmermann war gerade auch Captain Obvious. Es steht da unten. Kann ich ihn benutzen? Ich kann ihn nur um Hilfe bitten. Naja, gut, dann... Hallo! Hallo, Captain Obvious! Hallo, Jan! Hast du William gesehen? Zu dieser Zeit lässt er sich meistens die Glatze pudern. Hast du irgendwo Beef herumliegen sehen? Du wirfst doch Post eh immer gleich weg. Ist das ein Tipp? Haben wir hier irgendwo unser Büro? Mit einem Mülleimer? Weißt du noch, wo ich den Toilettenschlüssel verstecken wollte? Den Geruch nach in deinem Büro. Okay, wir haben offenbar ein Büro. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Haha, das hast du gemacht. Falls ich dir noch irgendwie helfen kann, komm rum. Ich kann mir deinen ganzen Kram mal anschauen. Vielleicht fällt mir dazu noch was ein. Ach so. Schau mal, was hältst du davon? Markus Lanz Kreditkarte. Die öffnet nicht nur Schenkel, sondern auch so manche Tür. Okay, offensichtlicher Hinweis. Schau mal, was hältst du davon? Der ist ja ganz nass. Ich hoffe, das ist nur Schweiß. Was ist das für eine Info? Das bringt mir nicht weiter. Okay, pass auf. Kreditkarte mit Spind benutzen. Oh. Oh, mega Fail. Die Kreditkarte ist zerbrochen. Mega Fail. Ja, dafür ist der Spind jetzt auf. Ja, dann. Rein da! Achso. Boah,
Rotztausend. Ein Geheimgang. Wie bei fünf Freunde. Wie bei fünf Freunde? Geht's runter in den Quotenkeller. Wow. Ich habe überhaupt gar... Ich habe keine Ahnung, wie die Quote vom Neo-Magazin Royal ist. Dieser William. Hierher verschleppt er nach der Sendung immer seine Groupies. What the fuck? What the fuck? Hier hätte der Trödeltrupp sicher seine große Freude. Das wird doch nicht mal der Kerner machen. Okay. Lena hat aber ganz schön zugelegt. die muss hier bleiben. Holy shit, okay, wir sind jetzt in einem Keller, der sehr sonderbar ist mit Skeletten und Latexanzügen und Gurke. Nahrung oder Sexspielzeug? Schwer zu sagen. Why not both? Nein. Maske? Ich will gar nicht wissen, was er damit macht. Nein. Okay, er will hier keine Sachen anfassen, die Sau. 50 Shades of Cone. Cone ist der Nachname. Ich lass ihn lieber Nachname hier. Von William. Okay, guck dir mal den Kanister an. Oh, was ist das denn? Glump-Dosen. Glump! Glump ist ein Getränk, was der Böhmermann mal erfunden hat. Und zwar quasi Cola mit Alkohol. Nur nicht schon irgendwie so, nicht Cola-Whisky oder so ein Scheiß, sondern einfach nur Cola mit Alkohol. Dann bist du betrunken, aber bleibst wach. Ja, ist das nicht optimal? Da steht ein Kanister. Das ist ja krass. Ja, genau, pack den mal ein. Ausgezeichnet. Hoffentlich liegt hier nirgendwo der dazugehörige Polizist. Ist schon Polizei. Ja, witzig. Wow, Bömi. Das Pfeifisch ist aber hart. Williams Medizinschrank? Gruselig. Gummihandschuhe? Ein paar Gummihandschuhe. Ja, nimm die mal mit. Ja, wo sind sie denn jetzt hin? Aha. Aha. So, Glump-Dosen. Ach, du dickes Ei. Jede Menge leerer Glump-Dosen. Das erklärt einiges. Ach, scheiß aufs Dosenpfand. Weg mit dem Gerümpel. Okay. Willi Vanilli? Der alte Tiger hat sich mal wieder ins Koma getrunken. Fuck. Ihm ist wohl der Erfolg zu Kopf gestiegen. Da hilft nur eins. Damit er rechtzeitig wieder auf die Beine kommt, muss ich ihm ein Konterglump Trademark verabreichen. Hi Jan. Bastel Brothers. Ihr kommt gerade richtig. Habt ihr noch Glump für mich? Leider nicht, aber wir können dir das Rezept geben. Diktier's bitte in meine Apple Watch aus purem Gold. Unser Glump ist ein Geheimrezept, das einige der folgenden Zutaten enthält. Cola, Alkohol, Zitrusaroma, ein paar Tropfen Alpakaschweiß, alles in Kanister, gut schütteln und zack, fertig. Glump. Ach cool, danke, das klingt ja unkompliziert. Wenn du noch Fragen hast, du findest uns in der Werkstatt. Alpakaschweiß? Gute Idee, aber irgendwie müsste ich erst den Schweiß aus dem Pulli extrahieren. Ah, leider keine Lust. Okay, das war nämlich gerade so die Idee, wenn der Alpakaschweiß rein muss, dann könnte ich ja quasi vom Alpaka-Pulli, der ja nass ist. Aber nimm doch einfach deine Finger, du Bongo. Zieh dir mal die Gummihandschuhe an. Nein, benutze Gummihandschuhe mit Jan Böhmermann. William Cohn. So stelle ich mir eine Geburt vor. Der dünne, blasse Junge trägt den dicken alten Mann. Sehr lustig. Hallo, William. Okay, okay, okay. William muss aufwachen, die Show fängt an. William, du musst aufwachen. Die Show fängt gleich an.
Raus aus den Federn, alter Mann! Du bist ein übel riechendes, glumpgurgelndes Schwein. Das war eine schöne Recording-Session für William wahrscheinlich. Da hilft nur eine Dose Konterglump. Trademark. Ja, okay, die müssen wir dann wohl herstellen. Ich sehe hier auf Anhieb nichts mehr. Vielleicht hat sich mittlerweile oben was Neues geöffnet, wer weiß. Die Bastel Brothers haben wieder alle Türen aufgelassen. Das ist sehr gut. Hallo, Hallo! Ich wollte nur... Nee, okay, hat sich erledigt. Schau mal, was hältst du davon? Damit hole ich immer mein iPhone aus der Toilette. Okay, irgendwas aus der Toilette holen, aber wir können in die Toilette noch nicht rein, ne? Hoffentlich finden wir jetzt unser Büro. So, was haben wir denn hier? Garderobe vom Relefanten. Garderobe vom Böhmi. Was auch immer da hinten noch ist. Diese Tür ist irrelevant. Hat sich eingeschlossen. Ein Tourplakat vom Beate Zschäpe Musical. Da hat selbst Andrew Lloyd Webber geweint. Diese Pflanzen werden mit den Tränen der Postproduktion gegossen. Das ist ein Feuerwerk hier. Oh, Garderobe vom Adi. Das ist die Garderobe von Adi, direkt neben meiner. Zufall? Ich denke nicht. Hat sich eingebunkert. Ponyboxen mit Jürgen Domian. Diese Pflanzen werden mit den Tränen... Ja, weiß ich schon. Mal gucken, was hier noch Beats im Kies, das war geil. Oh, nein. Das bleibt schön hier. Das bleibt schön hier. Oh, Lüftung. Hier haben wir Joko und Klaas schon mal beim Spionieren erwischt. Meine Managerin hat gesagt, ich soll das nicht machen. Diana, das geht doch nicht. Hier geht's zum Durchgang. Poster, Kopierer, wofür ist der wohl? Hoffentlich hat Photoshop Philipp nicht wieder was im Kopierer vergessen. Schau doch mal. Sieht aus wie eine Quittung. Okay. Eine Tageskarte für den Heidepark Soltau, für ein Filmteam, inklusive zwei Wumbo-Figuren. Genau 1000 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Kommt ja drauf an. Eine Tageskarte für... Ja, ich weiß, aber nimm doch genau mal mit. Genau 1000... Ob man das... Ja, nimm doch mal mit. Eine Tageskarte... Genau... Ob man das bei... Ja, das scheint nochmal relevant zu sein. Ein Plakat von Zirkus Halligalli zur Abschreckung meiner Mitarbeiter. Damit sie wissen, wo sie landen, wenn sie sich nicht genug anstrengen. Ein Plakat vom Satanstrianglisten, meinem ersten Film. Ernsthaft? Nein, nein! Was? Hier sind ja die Bastel Brothers. Ja, guck ich mir nachher an. Ich will mir jetzt erst Janis Büro angucken. Geh da mal rein. Alles klar. Guck mal, das ist der Windows-Hintergrund. So, die Moncler-Jacke. Meine Moncler-Jacke, gefüllt mit K1s Echthaar. Hier ist es schon warm genug. Ah, dammit, okay. Monitor? Nur Rauschen. Das könnte ProSieben doch ab 2016 statt TV Total senden. Lustiger wär's. Eher moderiere ich die noch. Ah, okay. Ah, Kiste Cola, ausgezeichnet. Cola ist mein Schmusi. Aber sagt bloß keinem, dass ich gar keinen Glump, Trademark, trinke. Schnell eine Cola, bevor ich wieder zitter. Brauche nur noch was zum Öffnen. Aber willst du mich verarschen? Richtig, aber ich sollte die Cola vorher öffnen. Ach, Bro, Alter. Okay. Microsoft, das Apple des kleinen Mannes. Oh, lol. Alles klar. Alles klar. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Das finde ich geil. Windows 95, finde ich auch gut.
Windows 95 ist, glaube ich, das erste Windows, was ich jemals gehabt habe. Also ich hatte es nicht selber. Ich glaube, als ich einen eigenen Rechner hatte, war es ein späteres Windows. Aber mein Vater hat es immer. Und ja, genau so sah es aus. Leck mir am Arsch. Wobei, es sah ein bisschen weniger verpixelt aus. Also eine etwas höhere... Stark! Wow. Ernsthaft, das war's? Manager-Spielzeug, na gut. Das sind meine Eier aus Stahl. Jetzt nicht. Na gut, was haben wir hier? Die Adi-Action-Figur. Die Adi-Action-Figur. Mit Action kannte der sich ja aus. Ja, das glaube ich allerdings auch. Nimm Arm rauf, Arm runter, Arm rauf. Ach, das wird nie langweilig. Nee, das wird doch nie unlustig. 25.000 Stück Laugengebäck für den Freundschaftspreis von 17.500 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Was hat er mit seiner verkackten Steuererklärung? 25.000. Ob man das bei der... Oh, ein Bild von Rudi Carrell. Ich mag es, wenn Bilder von mir an der Wand hängen. Das bist nicht du. Wie zu Hause. Das ist Rudi Carrell. Das bleibt schön hier. Mofo. Oh, Schublade. Eine Schublade. Kann ich da nicht reingucken? Der Schlüssel zur Teamtoilette. Ach ja, hier hatte ich ihn hingelegt. Aha, Bro. Ich dachte, die wären Mülleimer. Gummihandschuhe mit Mülleimer. Ne, das ist natürlich auch Quatsch. Benutze ne? das doch selber. Das ist deine Mutter ich trenne Fanpost und Hate-Mails. Eine Beef-Bombe von Campino. Endlich wieder Beef. Nice. Das heißt, da haben wir jetzt zumindest schon mal das... Ein Longboard! Überall diese verdammten Longboards. Longboards sind Wrongboards. Jetzt nicht. Außerdem habe ich keinen Führerschein. Ja, den brauchst du. Longboard-Führerschein ist schon wichtig. Der spart uns 30 Mitarbeiter. Benutze den mal. Was? Woher weißt du das? Was? Thomas Gottschalk auch? Du Schmierölklumpen. Sag nicht immer, du wirrköpfiger Philosoph zu mir. Okay, das hat geholfen. Okay, weiter geht's. Wir brauchen noch was zum Öffnen. Wir gehen mal hier nochmal zu den Bastelbros. Was haben wir denn hier Feines? Wir haben den Schraubstock. Den haben die Bastel Brothers vom Schraubstock-Festival. Leider fehlt die Kurbel. Oh ja, genau. Die Kurbel fehlt. Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Okay, Trichter ist wahrscheinlich auch gut. Trichter Alexander Holt. Nimm den mal mit, du Bongo. Der Thermomix des kleinen Mannes. Och, nie hat man Popcorn dabei. Okay, mit der Mikrowelle können wir oftmals nicht allzu viel anfallen. So, was haben wir denn hier noch? Luftballons? Ob Dende auf Helium eine normale Stimme hat? Ah, das fasse ich nicht mehr mit. Na gut. Haben wir hier noch irgendwas? Ich könnte mit denen nochmal reden. Hi, Bastel Brothers. Hi, Jan. Das wird echt jedes Mal lustiger. Ist er auch von Conan geklaut? Hat er sich endlich mal gemeldet? Sag mal... Habt ihr Feuer für mich? Leider nicht. Willst du wieder Fürze anzünden? Verdammt, ich muss wirklich meine Webcam abkleben. Was bastelt ihr denn Schönes? Wärmedecke, Aktenvernichter, zack, fertig. Lametta. Oh mein Gott. Okay. Ach. Hand nehmen, schütteln. Nee, langweilt mich hier alles. Scheiße, ey. Okay, wir können jetzt zumindest in die Toilette. Für den Schraubstock brauchen wir noch eine Kurbel. Ich check das noch nicht mit der Steuerabsätze. Und wir können mal gucken, was wir bekommen, wenn wir dem Beefträger die Beefbombe bringen. Was ist das? Ach, der Partyraum ist mittlerweile auch auf. Mein Gott, mittlerweile kann ich ja alles aufmachen. Oh mein Gott, und hier geht's mittlerweile auch weiter. Holy shit, was passiert hier gerade? So, red mal mit dem Beefträger. Also, ach, ja. Ist sie. Könnten Sie kurz aufhören, Ihre Füße zu rommeln? Na gut, aber ungern. Ich habe hier etwas, das Ihnen gehört. Juhu, eine Beefbombe von Campino. Da muss aber noch Porto drauf. Okay, dafür kann ich jetzt die Hornhautrommel mitnehmen. Eine Hornhautrommel.
hat Adi damals aus dem DM mitgebracht. Okay, damit kann ich wohl kaum die Flasche öffnen. Ernsthaft? Naja, schön wär's ja gewesen, wa? Kann ich denn das kombinieren? Da passt er nicht rein. Nee. Ach, das ist ja interessant. Ernsthaft? Du glaubst wohl, ich mach alles für Geld, okay, oder? Ich tippe mal, dass wir dieses Schraubstockding brauchen, um quasi den Schweiß aus dem Pulli rausholen zu können. Schauen wir mal, wie es hier noch weitergeht. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Das ist Bart. Der tut nix. Der will nur spielen. Geh zu erstmal Zuschauer angucken. Da sind ja mehr Bartträger als bei ISIS. Ugh, Bärte sind so Februar 2015. Alles klar. Besser nicht. Ich glaube, ich habe noch zwei Groupies drüben. Ja, dann red da mal mit denen. Die Hälfte von denen habe ich bei Facebook geblockt. Okay. Perfekt zum Abdecken von Glory Holes. Was ist das denn? Verkauft Sami Slimani seine Kollektion jetzt bei uns im Foyer? Okay. Jeder Plüschtrizi wird von mir persönlich eingekuschelt. Was ist das denn? Verkauft... Kann ich hier von irgendwas gebrauchen? Damit sichern sich die Zuschauer schon im Morgengrauen die besten Plätze. Mit den Handtüchern. Ja. Warum ist das so billig? Till Schweiger verkauft sowas für 200 Euro. Ja, dummer Junge. So, Tassen. Taschenlampen. Goldene Stinkefinger-Replika. Damit tippe ich immer meine Tweets. Mit dem Ramsch würde ich nicht mal Pegida-Demonstranten bewerfen. Im Osten gehen die weg wie Begrüßungsgeld. Taschenlampen? Warum ist das so billig? Neo Magazin Staffel 1 auf VHS. Das sind die letzten VHS. Das ZDF stellt bald auf Laserdisc. Was ist das denn für ein Ramsch? Verkauft Sami Slimani sein... Okay, noch... Dafür haben wir extra einen VHS-Kurs gemacht. Oh Gott, leck mich doch am Arsch. Oh, noch Actionfiguren von ihm. Die Nase war das größte Problem. Direkt nach meinem gewaltigen Penis. Okay. Okay. Backstage-mäßig ist hier gerade offenbar nicht allzu viel zu holen. Gehen wir wieder zurück. Vielleicht wollen die damit einfach nur andeuten, dass quasi der Sendungsbeginn näher rückt. Der Partyraum ist mittlerweile offen, aber ich benutze jetzt erstmal den Toilettenschlüssel an der Toilettentür. Damit ist der Schlüssel auch weg. Ganz schön dunkel hier. Was riecht denn hier so? Da leuchtet etwas. Ach du je. Das sieht ja aus wie bei Goebbels unterm Sofa. Ach du Scheiße. Die Autoren haben wieder nicht richtig sauber gemacht. Ein Klostein. Zitrusaroma. Aha! Okay, jetzt könnte ich die Hornhautrommel hiermit benutzen. Igitt! Toll, Klosteinraspel. Leider ist jetzt die Rommel kaputt. Ach, das ist doch doof. Okay, dann kann ich jetzt aber zumindest... Schön zitronig. Das da rein tun. Okay, das hätten wir schon mal geschafft. Wir haben jetzt zumindest Zitrusaroma in unserem Kanister. So, wann haben wir denn hier? Hier auf der Toilette sind natürlich die ganzen Fernsehpreise. Unser Grimme-Preis. Naja, den haben Klausi und Joachim auch. So geil kann der also wohl auch nicht sein. Oh, nimm den mal mit. Ich lass ihn lieber hier. Na gut, dann fick dich doch. Ein schöner Klorollenhalter. Nimm den mal ich mit. Lass ihn lieber. Deutscher Fernsehpreis. Der Deutsche Fernsehpreis. Auf nimmer Wiedersehen, du Buttplug der Medienwelt. Okay, was passiert? Das ist sicher voller Bakterien. Wie das Gästeklo bei Frauentausch. Die Bastel Brothers lassen es ein bisschen schleifen hier. Kaputt. Manchmal muss ich an Ingolf Lück denken, wenn ich mich sehe. Was? Nee, Baby, keine Sorge, du bist lustig. Können wir den Pömpel mitnehmen?
Nice. Ich weiß, das ist jetzt ein Longshot, aber Pömpel mit William Pulli? Nee, hab ich mir schon gedacht. Ob William hier war? Ruf mich an, 2, William. Das ist sicher voller Bakterien. Davon gehe ich auch wie die Klamotten der Kelly Family. Okay, öffne mal den Wandschrank. Die Tür klemmt. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich habe keine Kreditkarte mehr. Jemand hat Williams Telefonnummer hier hingeschmiert. William, die alte Fickmaschine, ist wirklich unersättlich. Unerhört. Nee, ich weiß nicht, wie ich die Tür aufmachen soll. Die Tür klemmt. Vielleicht später noch. Erstmal in den Partyraum gucken. Wir haben jetzt ja zumindest schon mal ein bisschen... Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin Steuerprüfer, Bitch. Ja, ich bin hier, um Ihre Steuer zu prüfen. Muss das ausgerechnet jetzt sein? Steuerprüfungen kommen immer dann, wenn es einem am wenigsten passt. Warum haben Sie eine Maske auf? Ich bin eigentlich Gangster-Rapper und will mir meinen guten Ruf nicht ruinieren. Nebenbei mache ich nämlich Steuerprüfung. Alright. Sieht irgendwie unseriös aus. Lieber nicht. Ach, ist egal. Zieh Leine und komm erst wieder, wenn du deine Belege zusammen... Ah, lol, okay. Jetzt muss ich auch noch Belege sammeln für den Bongo oder was? Vergammelter Burger. Igitt, den kriegt der Praktikant. Nein. Wem sein Schlagzeug ist denn das? Ach so, Felix seins. Sein anderes Drumset steht bei Sarah Connor. Schön. Ich hab's auf Fizz umgestimmt. Das wird ein Spaß. Komm, hier muss doch noch irgendwas... Geh zu Bass? Fragezeichen, Gitarre? Fragezeichen. Wer kann den Unterschied auch erkennen? Niemand. Ich kann Gitarre und Bass nie auseinanderhalten. Ja, auch nicht. Ach, das gibt wieder nur Ärger. Na gut. One Direction Poster. Ich finde ja AJ am süßesten. Oh, guck mal. ABBA. Und DJ Bobo. Chabos wissen, wer der Bobo ist. Komm, mach mal den Kühlschrank auf hier. Abmahnung. Eine Abmahnung von Martin Kurzer. Hat mich schlappe 906,50 Euro gekostet. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Eine Abmahnung von Martin hat mich schlappe... Wieso kann der das nicht mitnehmen? In dubio Prosecco. Mit. Eine fehlende Flasche wird sicher keiner bemerken. Eduardo, lass mal die Finger davon. Jetzt gehen wir erst einmal Ihre Belege durch. Ich habe hier eine Quittung über 17.500 Euro. Wofür war das? Ja, das waren die 25.000 Stück Laugengebäck. Was kann ich noch sagen? Die XXL-Dose Glatzenpolitur für William. Cape-Reinigung für Captain Obvious. Eine Urheberrechtsverletzung. 2 Wumbo-Figuren. Können Sie das bitte wiederholen? Nein, es waren 25.000 Stück... 25.000 Stück Laugengebäck? Geht doch, Sie dünner Lauch. Nächste Frage, Aslak. Hier sehe ich 1.000 Euro verbucht. Was war das denn? 1.000 Euro? Das war... Das waren die 2 Wumbo-Figuren. 2 Wumbo-Figuren. Korrekt, Sie Otto. Nächste Frage. Diese Rechnung über 906,50 Euro. Wofür war die? Eine Abmahnung. Ich weiß nicht, wofür die Abmahnung genau war. Eine Urheberrechtsverletzung? That's right, Bro. Okay, Digga. Dann passt das ja so. Aber wenn Sie uns nur einmal bescheißen, dann ziehe ich Sie Otto persönlich an Ihrer zu langen Nase über den Shiny Floor. Peace out, Herr Bonermann. Herr Bonermann. Yeah! Okay, sehr gut. Was mache ich denn mit Prosecco? Die muss Ross Anthony hier vergessen haben. Ja, nimm mal mit. Ups, sie hat sich irgendwie verheddert. Jetzt ist es nur noch eine Feder. Was könnte ich denn mit einer Feder machen? Scheiße. Kann ich damit jemanden zum Lachen bringen vielleicht? Ach, guck mal, hier ist ein Drumstick auch.
Eigentum von Felix, der Dönerwade, unserer Drummer Queen. Alter, wie viel Scheiß ich mittlerweile hab. Was könnte ich denn mit einer Feder machen? Ich habe das Gefühl, dass ich ja mittlerweile fast alle Räume durch habe. Kann ich mittlerweile auch auf die Bühne? Wahrscheinlich noch nicht, wa? Ich war jetzt schon auf der Toilette. Ja, hier ist noch Captain Obvious. Den fragen wir jetzt erstmal noch mal ein paar Sachen. Hallo, Captain. Hallo! Kannst du mir mal mit dem Wandschrank in der Teamtoilette helfen? Benutz einfach deine Muskelkraft. Und denk an das Hebelgesetz. Denk an das Hebelgesetz. Vielleicht kann ich den Drumstick benutzen. Wie komme ich bloß diese Cola auf? Wie bekomme ich bloß diese Cola auf? Ach, Jan. Dafür fehlt dir einfach das Feuer. Was habt ihr mit Feuer? Wie, hä? Ach so. Ja, mit dem Feuerzeug wird das gehen. Ich wollte... Okay, Bro, ich hab ein paar neue Sachen. Schau mal, was hältst du davon? Oh, damit füllen wir immer die Jugendsprache in William. Okay, verstehe, alles klar. Damit müssen wir nachher den Konter-Glump in William reintrichtern. Schau mal, was hältst du davon? Ein Pömpel! Den setzt sich William immer auf den Kopf und spielt Einhorn. Hält aber auch an anderen runden, glatten Flächen. Mhm. Runde, glatte Fläche. What? Was kann ich damit machen? Weiß ich noch nicht. Schau mal, was hältst du davon? Was wäre Glump ohne ein Nadelfrühstück? Ach so. Ah. Okay, das wäre der Alkohol. Schau mal, was hältst du davon? Eine Feder. Sind Vögel eigentlich kitzelig? Ja, wahrscheinlich schon. Schau mal, was hältst du davon? Das ist ein Drumstick. Motto: Kurbel statt Kaubel. Schau mal, was hältst du davon? Nein. Ah. Eine Feder. Vögel? Sind Vögel kitzelig? Hä? Das wird doch nicht mal der... Nee, warte mal. Moment. Das heißt, mit dem Drumstick kriegen wir zwar nicht die Toilettentür auf, aber wir können zumindest... wahrscheinlich den Drumstick als Kurbel benutzen. Passt, jetzt geht das Teil wieder. Okay, dann benutzen wir mal den William-Pulli damit. Hä? Den haben die Bastelbrother. Er hat einen. Ich habe Williams Pulli reingeklemmt. Ich brauche etwas, um den Schweiß mal überlegen, ob mir noch Zutaten. Cola, Alkohol, Zitrusaroma, Alpakaschweiß. Ich arbeite dran, Bro. Den bekomme ich da nicht drunter. Ein. Scheiße, was hat er gesagt? Den bekomme ich da nicht drunter. Ein flaches Gefäß. Das wäre was. Ein flaches Gefäß? Ja, Trichter ja wahrscheinlich nicht. Das, ne, will ich nicht ausbrennen. Nee. Okay, ein flaches Gefäß. Mit Sicherheit irgendwo irgendwas übersehen. Kann ich mit euch noch was Neues? Seid ihr eigentlich kitzelig? Ich arbeite zwar bis Z. Scheiße. Ach, ist egal. Hand nehmen. Fuck, okay, ich brauche ein flaches Gefäß. Was war hier nochmal drin? Och, nie. Ach so, damit. Ein Pömpel. Das wird doch nicht mehr. Scheiße, ey. Meine Managerin hat gesagt, ich soll das nicht machen. Scheiße, ey. Hi, Bar. Hey, Boss. Sag mal, hast du Feuer? Willst du etwa wieder 14? Hier, aber Wiedersehen macht Freude. Na toll, jetzt ist das Feuerzeug im Arsch. Oh. Dafür ist die Cola endlich offen. Ja, jetzt kann ich das da reintun. Lieber nur ein paar Tropfen. Sehr gut! Hi, Bar. Hey, Boss. Sag mal, was machst du hier eigentlich? Scheiße! Pass auf, dass Flair nicht rein. Kann ich mir kurz dein. Nein. Hinter dir eine Stalkerin. Hinter dir Eckart von Hirschhausen. Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Komm schon, lass bitte das funktionieren. Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Schon klar, Boss. Pass auf, ich gebe dir das Teil, wenn du mir einen Ersatz bringst.
What? Okay. Was ist denn wohl für ihn ein Ersatz für eine Brechstange? Ach, ist ich. Man sieht's. Ein Pömpel. Geil! Aber für die Hipster-Abwehr ist das Ding wirklich nicht ausreichend. Dammit! Nein. Fuck! Fuck, okay. Komme ich denn jetzt an den Ersatz? Ich brauche dieses dämliche Brecheisen und was... Ich habe Pömpel... Glatte Oberfläche, hat er gesagt. Becksfischen am Tresen. Außer Tresen nichts gewesen. Kacke! Vielleicht sollte ich nochmal mit den anderen reden. Ich weiß aber nicht, ob ich hier noch irgendwas... Oh, warte mal, kann ich jetzt bitte diese Gurke mitnehmen? Nein! Komm schon, nimm die Gurke mit, das wäre vielleicht ein Ersatz. Okay, ich probiere mal den Kömpel mit. Damit sieht jeder aus wie ein als Einhorn verkleidetes Alpaka. Ja, das weiß ich wohl. Okay, jetzt hat er zumindest den Trichter da. Oh! Die Bowlingkugel ist doch bestimmt ein guter Ersatz. Ich kann sie nicht greifen. Muss ich die jetzt... Muss ich... What the fuck? What the fuck? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, alles klar. Jetzt habe ich zumindest den Ersatz. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, dass wir dem Ende da sind. Ich habe den Ersatz für... das Eisen. Damit können wir die Tür öffnen und dahinter ist bestimmt... Was fehlt uns überhaupt noch? Ach so, ja, ein flaches Gefäß. Ach scheiße, jetzt bin ich hier voll falsch gelaufen, weil ich in Gedanken war. Geh zurück zum Durchgang, Wömi! Was passiert hier gerade? So, das Spiel funktioniert jetzt wieder. Wir gehen jetzt wieder da hinten zu unserem... zu Bart. Ja. Und geben ihm die Keule. Hier, Bart, das habe ich für dich gebaut. Cool, danke. Dafür gebe ich dir mein Brecheisen. Yeah, baby, yeah, Tip-top baby, yeah. Ding, danke. 1er Arbeitsgerät. Ausgezeichnet, los geht's. Boah, ich habe das Gefühl, dass ich auf einem super Weg bin. Und ich bin... Das ist das Krasse bei solchen Adventures. Man fühlt sich dann immer so wahnsinnig klug. Obwohl es natürlich nicht klug ist. Ja, hebel das mal auf. Kleiner blasser Junge. Tada! Leider ist das Brecheisen im Arsch. Ja, das habe ich wohl gemerkt, ja. Eimerchen? Ein Eimer vom letzten Malle-Urlaub. Alles klar, damit haben wir den Tommy Eimer. Tommy Gottschalk? Bist du es? The fuck? Ich lass ihn lieber hier. Ja, lass den Wischlumm aber da. Den brauchen wir eh nicht. Na. Alpaka-Schweiß, meine Freunde. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Zack. Okay, und jetzt? Jetzt Okidoki. Riecht wie frisch gepresster Alpaka-Schweiß. Mal überlegen, ob mir noch Zutaten fehlen. Cola? Check. Alkohol? Check. Zitrusaroma? Check. Alpakaschweiß? Fehlt noch. Easy. Köstlich. Zack, fertig, klump. Zack, fertig und wir haben sogar noch das Eimerchen behalten. Wieso haben wir das Eimerchen behalten? Das ist neu. Aber whatever. Auf zu William. Oh, Captain Obvious, wir brauchen dich jetzt nicht mehr. Zumindest jetzt aktuell nicht. Mal gucken, was noch kommt. Kanister mit William benutzen. Und rein damit. Hat er gerade die Katze? Jabadabadu! Jan, mein Lieber, ich hatte den verrücktesten Traum. Ja, ja, ist ja gut. Gern geschehen. Die Sendung fängt jetzt an. Alright, ich bin allzeit bereit.
Alles klar, Leute. Dann kann es ja losgehen. Haben alle klar, ihre Texte? Leute. William? Ich bin ready. Bastel Brothers? Zack, fertig. Beefträger? Jan? Jan! Wo ist der Boss? Was habt ihr mit dem Boss gemacht? Keiner verlässt den Raum. Ihr seid alle verdächtig. Wir haben Jan Böhmermann. Wenn Sie ihn lebend wiedersehen wollen, fordern wir 1 Milliarde Euro von GEZ-Überschusskonto. Übergabepunkt. Koordinaten. Oh mein Gott, was für ein Cliffhanger für den nächsten Teil. Hoffentlich wird es den geben. Ihr müsst fleißig das Spiel runterladen. Ich will den nächsten Teil auch spielen. Das Spiel ist kostenlos. Link in der Videobeschreibung. Wir können dafür Mobile oder einfach Windows oder Mac, glaube ich sogar. Ich glaub, es gibt nichts, wo man es nicht spielen kann. Also außer abgesehen jetzt von Konsolen. Voll geil, die Bucke. Wie lange habe ich jetzt gespielt? Eine knappe Stunde. Ja, ist halt free, ne? Ich finde es ganz geil, ehrlich gesagt. Hat richtig Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein!